Ja, heute irgendwie schwer, das Spiel zusammenzufassen. Ich würde sagen, wir legen den Fokus heute mal auf das Positive. Das ist, dass wir zweimal einen Rückstand wieder aufgeholt haben. Ich denke, das spricht dafür, dass die Mannschaft nicht aufgibt, nicht zurücksteckt. Ich denke, das hat man in den letzten Wochen auch schon gesehen. Leider passiert uns es so oft, dass wir in Rückstand geraten. Ist natürlich schwierig, in der Liga dann immer wieder hinterherzulaufen. Aber ja, nach zwei verlorenen Spielen ist es immer wichtig, erstmal wieder in die Punkte zu kommen. Klar wollten wir heute natürlich gerne gewinnen und direkt die Richtung wieder komplett ändern. Aber so ist es im Fußball. Manchmal zählen auch die kleinen Schritte. Deswegen nehmen wir den Punkt jetzt mit und haben jetzt zwei weitere Spiele die Woche. Die werden brutal hart. Deswegen müssen wir uns jetzt gut vorbereiten, regenerieren. Ja, ich denke, wir werden das Spiel jetzt analysieren. Sicherlich werden wir wieder viele Fehler finden. Klar, wenn wir wieder zwei Tore kassiert haben, ist es sicherlich zu viel. Das wollten wir auch abstellen. Das wollten wir heute besser machen. Ich denke, wir haben jetzt nicht so viel zugelassen, aber trotzdem zwei Gegentore zu Hause sind wir natürlich nicht mehr zufrieden. Also werden wir dort weiterhin ansetzen, denke ich. Aber wie gesagt, die Zeit ist sehr, sehr kurz. Wir müssen regenerieren, dass wir wieder fit auf den Platz kommen. Ich bin froh, dass wir hier jetzt einen Punkt mitgenommen haben, dass wir die kleine Negativserie durchbrochen haben. Und ja, auf den Punkt kann man auf jeden Fall aufbauen. Wir wollen am Dienstag nachlegen. Ja, ich bin froh, dass ich den Ball so gut treffe und dass der Mannschaft einfach damit helfen konnte mit dem Tor. Das ist das Wichtigste. Ja, ich habe ja schon mal in der Region gelebt, deshalb ist mir eigentlich nicht schwer gefallen, sich einzuleben. Die Jungs haben mich top aufgenommen und ja, meine Familie fühlt sich auch sehr wohl hier. Ja, es gilt einfach gut zu regenerieren, dass wir am Dienstag maximale Frische haben und dann, ja, wir wollen jedes Spiel gewinnen und am Dienstag haben wir die nächste Chance, drei Punkte einzufahren.